Ja, mir zugeschaltet ist Theo Koll in Südfrankreich. Herr Koll, was genau passiert denn zurzeit im Einsatzzentrum? Es versammeln sich hier im Moment Journalisten für eine Pressekonferenz, die angesetzt wurde. Die Staats- und Regierungschefs sind hier auf dem Weg hierher. Kanzlerin Merkel, der französische Staatspräsident Hollande und auch der spanische Regierungschef Rajoy. Man hat sich in Marseille getroffen. Wahrscheinlich wird es dann einen Überflug über die Abschussstelle geben. Dann gibt es ein Treffen mit den Angehörigen. Anschließend hier eine Presseerklärung, auf die warten wir jetzt. Und dann um 15 Uhr wird es eine Trauerzeremonie geben in einem benachbarten Ort, wo man mit den Angehörigen zusammen dann der Toten gedenken wird. Wie geht denn gerade die Bergung der Leichen und das Zusammensuchen der Wrackteile vonstatten? Ich muss gestehen, ich habe mir eben noch mal Bilder angeschaut des Innenministeriums, die selber vor Ort waren und gedreht haben, und es ist furchtbar. Es ist wirklich so, wie die Augenzeugen es beschrieben haben, das Flugzeug ist pulverisiert, es ist in unzählige kleine Teile zerschellt. Ich wage mir nicht vorzustellen, was das für die Bergungskräfte dort vor Ort bedeutet. Man hat gesagt, die Priorität ist die Leichen. Man muss sagen, die Leichenteile zu bergen, den zweiten Flugschreiber zu finden, die Blackbox, das sind die absoluten Prioritäten. Man hat das Gelände abgesperrt, um dort jetzt in Ruhe und unter sehr schwierigen Bedingungen zu bergen. Es sind ja sehr steile Hänge zum Teil, das ist poröses Gelände. Es ist auch für die Berger sehr schwierig, von A nach B zu kommen. Also das dürfte eine ganze Zeit lang dauern. Die Identifikation der Leichen ist dann das zweite Problem. Man wird wahrscheinlich von den Angehörigen hier dann DNA-Proben nehmen, damit man das mit den Leichenteilen, die man findet, dann vergleichen kann. Wie arbeiten denn die Bergungskräfte mit den Ermittlungsbehörden zusammen? Wissen Sie darüber etwas? Es gibt Gerichtsmediziner, die dort vor Ort arbeiten werden und sollen. Es sind insgesamt 200 Bergungskräfte vorgesehen für den Absturzort. Und mir wurde gesagt, dass man wahrscheinlich die Leichenteile dann nicht hierher bringen wird, sondern nach Marseille oder in einen anderen Ort, natürlich alles geheim gehalten. Da ist auch viel Information hier, von der ich nicht genau sagen kann, ob sie korrekt sein wird, weil man auch natürlich nicht will, dass das in irgendeiner Weise presseöffentlich wird. Ja, natürlich. Heute und morgen werden die Angehörigen der Opfer erwartet. Wie bereitet man sich in Südfrankreich auf deren Ankunft vor? Es sind schon die ersten Angehörigen angekommen. Es sind Familien die ganze Nacht durchgefahren, um hier zu sein. Wir haben gehört, dass es 30 Psychologen insgesamt gibt, die Familien hier betreuen werden, darunter auch Deutsche. Es gibt Übersetzer, es gibt Mediziner. Es gibt also eine intensive Betreuung der Angehörigen. Man hat hier eine Art Trauerzentrum eingerichtet, wo die Angehörigen sich versammeln können, sich treffen können. Wir sind Kondolenzbücher ausgelegt. Es ist medizinische und psychologische Betreuung dort vor Ort. Man hat für insgesamt 900 Angehörige Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen, weil man davon ausgeht, dass das Ganze hier ein langer Prozess werden wird. Es kann also durchaus sein, dass die Angehörigen hier lange bleiben werden oder länger bleiben werden wollen und müssen. Das ist nicht vorherzusehen. Und auf das haben sich die Behörden hier, muss man wirklich sagen, sehr gut eingestellt. Man tut unglaublich viel, hat sehr schnell reagiert. Die deutschen Behörden haben das auch sehr deutlich gesagt. Minister Steinmeier, als er hier gestern war, sagte, er ist beeindruckt davon. Und das muss man wirklich auch sagen. Also es ist eine große Bergungsaktion hier im Gange, eine logistische Anforderung in einem Bereich hier in den Voralpen, der natürlich dünn besiedelt ist, wo auch die Infrastruktur im Prinzip ja darauf nicht eingestellt war. Wie ist denn die Stimmung in Frankreich heute nach diesem tragischen Unglück? Die ist von Trauer erfüllt. Also die Nachrichten hier sind voll von dem Unglück. Man fühlt sehr mit den Nationen. Man weiß ja mittlerweile, sind 15 Nationen an Bord gewesen unter den Passagieren. Die Franzosen sind sehr mitfühlend.
Es ist ein bisschen das Umgekehrte wie bei Charlie Hebdo. Man war den Deutschen auch wahnsinnig dankbar, dass die deutsche Nation so mitgefühlt hat. Die Kanzlerin war hier vor Ort in Frankreich, die Minister Steinmeier und andere waren hier. Also da ist ein gemeinsames Mitgefühl entstanden und ich glaube, man hat hier natürlich auch der Blick auf den Concorde-Absturz. Also man weiß selber, was das bedeutet, wenn ein so massives Unglück passiert, wenn so viele Tote einer Nation an Bord waren. Und das Unglück ist in Frankreich passiert. Vor vielen Jahren ist hier wenige Kilometer entfernt 1953 schon mal eine französische Maschine abgestürzt, auch in das Bergmassiv gerast. Das war damals eine kleinere Maschine auf dem Weg von Paris nach Hanoi, Vietnam. Also man fühlt sich natürlich hier als Unglücksort auch besonders betroffen. Theo Koll, ganz herzlichen Dank für diese umfangreichen Informationen.